Siri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Waffail Elaine, Ketmil Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iakus. Das sagt was für eine nichts. Sprache. Mir noch weniger. Hat Siri sonst noch was gesagt? Mist, das reicht einfach nicht. Hat Siri sonst noch was gesagt? Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Na schön, ich muss Ciri finden. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Velen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Das bezweifle ich. Ich habe dort mit dem Baron gesprochen. Er hat Ciri geholfen. Er sagte, sie sei nach Novigrad geritten, um Yen und mich zu suchen. Und Yen ist in Skellige, um nach Spuren von Ciri zu suchen. Also? Skellige? Skellige. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. So, und auf geht's, Leute. Wo werden wir jetzt hingeschickt? Neue Quest haben wir. Ciris, bla 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 bla. Schauen wir uns gleich an. So. Aber was sollte er damit wollen? Er wird entzückt sein. Komm schon, los. Blödsinn ist auch da. Neues Quest Kabarett haben wir. Zwei neue Quests sogar. So, das schauen wir uns an. Okay. Das sind Nebenaufträge. Wo ist der andere? Da war doch noch einer. Ist das eine Schatzsuche? Nee, eher nicht. Schatzsuche nicht. Ist das ein Hexenauftrag? Nö. Nee, das ist, glaube ich, ein Nebenauftrag und wir sehen den nur nicht, weil... Keine Ahnung. In Ciris Fußstapfen. Okay. Ich glaube, ne, der ist da nicht. Ich habe ja eine neue meisterliche Rüstungsschmied. Das ist mit Sicherheit auch nicht. Von Schwertern und Knödeln. Ich glaube, nee, der war es auch nicht. Ich möchte nur wissen, welcher das war. Das Rennen war es sicher nicht. Komisch. Egal. Wir machen das Kabarett. Triff Rittersporn im Rosmarin und Thymian. Das werden wir tun. Wir schauen mal, wo das ist. Oh, hier kriege ich ein neues Quest. Das kann ich ja mal annehmen. Why not? So, ihr drei. Was ist los? Oh, wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Ja, aber der ist gescheit fett. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Kein Ding. Das sind wohl Fälscher oder sowas. Schubs mich nicht. Ruf mich zu schubsen. So, dann machen wir hier eine Schnellreise und schauen mal, wo wir hin müssen. Hier haben wir die Hütte jedenfalls entdeckt. Wo ist es? Hier. Am besten zum Tor des Hierarchen. Da haben wir einen Tipp mal gekriegt.
Du sollst nicht stehlen, das mögen die Wachen nicht. Und wenn, lass dich dabei nicht erwischen. Das fand ich so lustig und geil. Ich meine, der Spruch ist einfach geil. Und wenn, lass dich nicht erwischen. Weg hier. So, wir müssen da rein. Hops. Wo geht's denn da rein? Hier. So, da kriegen wir zwei Aufträge. Einmal hier und einmal da hinten. Wir werden die mal beide annehmen. Hallo. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat gefunden. Habe ich mich klar ausgedrückt, Chivai. Was soll die Aufregung? Willst du Soltan anpissen, dann gibt's was aufs Maul. Das ist mein Kumpel. Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Och, Geralt, schön, dass du kommst. Oh, Priscilla ist auch da. Gibt es ein Problem? Gibt es hier ein Problem? Problem? Gibt's hier ein Problem, meine Herren? Nicht doch. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verpissen. Sie wollten nämlich gerade aufbrechen, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das? Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Das klingt, als wie du willst sterben. Genau. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich hier etwas lang in der verdammten Scheiße und hab keine Schaufel. Waren das Freunde von dir? Wer war das? Die dicke Fischblase ist der Herzog. Angeblich will er Hurensohn Junior beerben, aber dem Penner fehlt zu viel dazu. Vor allem Geld, Einfluss, Leute und Klasse. Und der andere? Der Graf, ein Bastard wie kaum ein zweiter. Mir zuckt der Arsch schon bei seinem Anblick. In Mahakam haben wir solche Schweineficker mit einem Paket Schwarzpulver und einer Leckenlampe den Streb runtergeschickt. Worum geht's denn eigentlich? Hast du geschäftlich mit ihnen zu tun? Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel? Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Die Sache ist die, dass ich einer gemeinsamen Bekanntschaft sozusagen irgendwie einen kleineren Betrag schulde. Francis Bedlam, dem Bettlerkönig. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich Gwint jetzt professionell zu widmen. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Ach, da bin ich doch auf jeden Fall dabei. Versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Das Wort Quint lockt mich ja schon an. Angela Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch. Bisher vergeblich. Moment. Du weißt noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst? Nein, so schlimm ist es nicht. Ich wette, Zed hat sie. Seit Neuestem hehlt er nicht mehr. Er macht nur noch in Karten. Leider will der Arschwichser nicht mehr mit mir reden, seit ich ihm diese einmalige Skoyatel-Karte vor der Nase weggeschnappt habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Zed. Kommt mir bekannt vor. Großer Fisch im Kartenteich. Hat ein Geschäft an der Südmauer. Und danke, Geralt. Jetzt habe ich vielleicht eine Chance, diese Schulden loszuwerden. Kein Problem. Bis dann, Sultan. Mach ich doch gerne. So, aber bevor wir das machen, ich möchte aber da nachschauen jetzt kurz. Ein gefährliches Spiel. Oh, kann nicht so schwer sein. Wir werden aber diesen Auftrag hier jetzt machen. Rittersporn, oder soll ich zuerst den anderen machen? Ey, jetzt juckt's mich, Leute. Wir machen den jetzt, sind wir schon hier, jetzt nicht immer durcheinander, Leute. Was war denn los? Hallo, Rittersporn. Sie hat mir ins Gesicht gespuckt, jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also,
Wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen? Wieso ein Kabarett? Wie bist du auf diese Kabarettidee gekommen? Das ist seit Jahren mein Traum. Seit wir in Ochsenfurt im Kabarett waren. Weißt du noch, wie die Tänzerin vom Lüster hing? Und als sie komplett kopfüber war, rief sie dich und... Ich erinnere mich. Wie könntest du es vergessen? Und mein Kabarett wird sogar noch besser, versprochen. Wenn ich die Finanzen für eine kleine Umgestaltung zusammenkriege, heißt das. Was kann ich tun? Dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Sophronia. Der Name kommt mir bekannt vor. Ist das nicht die Frau, die du kommentarlos hast sitzen lassen? Bist du nicht raus, um eine Flasche Wein zu holen und nie zurückgekehrt? Ich wusste, ich hatte einen Grund, den Wein zu kaufen. Schon lange her, nicht wahr? Bin schon eine Weile unterwegs, ja. Darum muss ich deine Autorität nutzen. Du hast welche, weißt du? Was auch immer du selber denkst. Und was soll ich jetzt machen? Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben. Und mir was leihen. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, die man bei Theaterstücken benutzt. Besorg es dir und triff mich dann vor Sophronias Haus. Was? Und was ist dein Part Nehmen in dem wir Plan? An, ich bin einverstanden und gehe zu Madame Irina. Was machst du unterdessen? Ich muss noch etwas vollenden. Das schaffe ich, bis du mit dem Schwert zurück bist. Versprochen. Dann sag ich dir den Rest. Gut, okay. Aber... Geralt, hier gibt es kein Aber. Nur noch den Aberwitz künftiger Abende. Es wird schon klappen. Du wirst sehen. Hol das Schwert von Madame Irina. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang vor Sophronias Haus. Okay. Der alte Numan hat mir neulich ein Geschenk dagelassen. So, dann gehen wir da mal raus. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? So, wir holen jetzt dieses Schwert. Müssen da rüber irgendwie. Ich habe so das Gefühl, da kommen wir nicht rüber. Der will immer, dass sie zurückgehen. Scheiße, das ist eine Sackgasse. Ja, ja, man soll doch dort... Oder jetzt doch. Entscheid dich, Spiel. Das ist keine Sackgasse. Oh. Ein Kunde mit Verstand da ist ein Händler. Da können wir ein bisschen was loswerden. Die besten Hallo. Vorräte in ganz no- Nicht drängeln. Ja, ja, das kennen wir schon, ne? Sehr gut. So, ich habe so ein bisschen gespult, weil Zeig das kennen wir mal. Schon. Eine Party Quint geht auch, den zocken wir schnell ab. Aber vorher... Wow, der hat viele Sachen. Fuck. Und wenig Geld. Okay. Schauen wir, können wir das alles verkaufen? Ja, 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 ja. Ja. So, da fehlt schon am Geld. Gut, wir holen uns... Fisch. So. Dann gehen wir hier weiter verkaufen. Was ist das da? Pfeffer? Okay, das nehme ich auch. Fisch nehme ich auch. Und das nehme ich auch. Da können wir uns schön heilen. Und die Zwiebeln nehmen wir auch. So, und jetzt verkaufen wir dem das. Da ist ordentlich Moos drin. Hier ebenso. Die Pfeile benutze ich nämlich sowieso nicht. Was ist das denn? Wasserweb. Das brauchen wir mit Sicherheit nicht. Das ist aber ihnen zu viel wert. Jo, hier haben wir jetzt nichts mehr. Was können wir sonst noch loswerden? Habe ich da jetzt hoffentlich nicht zu viel gemacht. Leder können wir ein bisschen verkaufen. Weil so viel Leder brauchen wir nicht. Das ist ordentlich was wert, nämlich. Dann können wir auch ein paar verkaufen.
So, wir haben wirklich ordentlich Zeug hier. Also ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft. Das werden wir ein bisschen sortieren hier. Was ist das da? Monsterknochen. Wow, sehr wertvoll. Da verkaufen wir ein paar. Ach so. Er hat eh fast keine Kohle mehr. Gut, dann kriegt er 3 und es passt schon. Haben wir schon? So, eine Party gewinnt. Eine Ratti, wollte ich sagen. Hast du Lust auf Party gewinnt. Einmal reinhauen. Gewinnt ist einfach geil, Leute. Das ist einfach so geil. So haben wir inzwischen schon einen anderen Anführer. Noch immer nicht. Okay, das kriegen wir erst anscheinend. Also ich spiele überall Gewinn und sammle jede Karte und trotzdem haben wir das noch nicht. Also da wird noch viel vor uns liegen. Ja, ich wollte die Karten modifizieren, das habe ich vergessen. Philippa Eilhardt, okay. Wow, das nenne ich ein Set. Leute, da kann man damit arbeiten. Den tauschen wir noch aus. Und das Horn auch noch. So, was kann der? Mal gucken. Lass gucken. Schaut die drei. Okay, das ist jetzt eigentlich wurscht. So, was spielen wir aus? Unauffällig mal das da. Oh, der gibt gleich Stoff hier. So, und wir geben auch gleich Stoff. Hoffentlich hat der nicht die Vergiftung, weil dann sind die gleich weg. So, mal schauen, was der jetzt so spielt. Oder ob er gleich uns ranlässt. Wieso hat der 2 Karten mehr? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.